Geschichte und die deutsche politische Geschichte und die deutschen ökonomischen Klasseninteressen des Großbesitzes haben zu dem unausweichbaren Punkt geführt, dass in Zukunft die Demokratie in Deutschland sozialistisch sein muss oder gar nicht sein wird. Die Demokratie verlangt den Sozialismus und der Sozialismus verlangt die Demokratie. Für diese Erkenntnisgenossen müssen wir kämpfen und werden wir kämpfen.